يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema und dazu haben wir heute wieder unseren Bruder Hamdi hier bei uns. Salam alaikum, okay? Wa alaikum salam. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Das Thema, das wir heute besprechen werden, ist die Bibel Gottes Wort? Und das führt mich direkt zu meiner ersten Frage. Meine erste Frage wäre, was glauben wir Muslime über die Bibel? Ja, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir Muslime, wir glauben an die vier himmlische Bücher, was Gott, Allah, herabgesandt auf seinen Propheten. Tora auf Moses, Sabur, Psalm auf David, Evangelium auf Jesus und das Koran, Furqan auf Muhammad. Also wir glauben an die Ursprungsformen dieser Bücher. Genau. Was kannst du uns über die Ursprungsformen dieser Bücher sagen? Ja, die Ursprungsform ist, was Gott offenbart zu Moses. Das ist der Tora, das was wir glauben. Was Gott Jesus gegeben hat, Evangelium. Das, was wir glauben. Man, zum Beispiel, wir schauen, ob das der Tora zum Beispiel ist, das von Moses. Wir finden auch verschiedene Überlieferungen über Moses. Oder Wörter von Gott drin auch. Und ein paar Sachen, die man kann nicht vor seinen Kindern auch lesen. Deswegen sagen wir, insgesamt, die Alte Testament, die Tora, das, was sie sagen, Juden sagen das Tora, das kann nicht insgesamt von Gott sein. 100% Gottes Wort. Deswegen, wir sagen, das ist. Drinnen ist nicht alles, ist Gottes Wort. Das heißt, es ist verändert worden. Verändert. Es ist nicht die originale Tora. Und was hat diese Leute dazu geführt, dass sie diese Bücher verändern? Also welchen Zweck wollten sie damit erreichen? Ja, manchmal muss nicht immer böse Zweck sein. Manchmal wollten die auch was erreichen mit den Büchern. Aber die haben durch, zum Beispiel der Bruce Metzger, das größte christliche Gelehrte, sagen, die Leute, die was zugefügt in der Bibel, wollten die was erklären, aber dadurch entstand eine Katastrophe. Das Original der Botschaft von Gott ist verloren gegangen. Wie zum Beispiel, wenn wir schauen, Alte Testament, zum Beispiel in Kapitel 16, Richter, Kapitel 16, Vers 1, Simson ging hin gegen Gaza, jetzt in Palästina, Gaza, und sah dasselbe eine Hure und kam zu ihr. Und stopp. Was kann man lernen von diesem Vers? Nichts. Das sagen wir, das kann nicht von Gott sein. Deswegen, insgesamt der Tora ist nicht von Gott. Welches Merkmal hat der Koran gegenüber diesen anderen Büchern? Dass wir sagen, okay, der Koran ist nicht verfälscht worden und der Koran ist nicht verändert worden. Zum Beispiel im Koran selber, Gott macht eine Challenge, eine Herausforderung. Gott sagt zum Beispiel im Koran, wenn ihr nicht glaubt an Koran, dann bringt eine Sure wie der Koran. Das ist eine Herausforderung. Das heißt, das Koran kann nur von Gott sein. Und gibt es arabische Christen, die mächtigen Sprache, die geben selber zu, dass du Koran, das kann man nicht nachschreiben, das kann man nicht nachmachen. Das ist unmöglich. Dieses Style und diese Harmonie in der Koran ist gewaltig. Das kann nur von Gott sein. Und noch dazu ist kein einziger Widerspruch im Koran. Deswegen. Und wo genau ist die Bibel verfälscht worden? Also wenn wir jetzt zu der Bibel zurückgehen, und also in welchen Punkten können wir sagen, dass er verfälscht wurde? Zum Beispiel die Eigenschaft von Gott. Bibel schreibt selber, dass der Gott ist allmächtig. Dass keiner sieht Gott. Und du bleibst am Leben. Jeder, Moses, glaube ich, wird gesprochen, glaube ich, in Deuteronomium, wird gesprochen, keiner sieht Gott und bleibt am Leben. Und von anderer Seite, wir sehen, dass Moses spricht zum Gott Gesicht zu Gesicht. Das ist Widerspruch. Ob Gott sehen wir oder nicht. Koran sagt, Lan tarani ya Musa, du wirst mich nicht sehen, o Moses. Das ist klar. Zum Beispiel, das sind Sachen, Eigenschaft von Gott. Gott zum Beispiel wird geronnen gegen David und hat verloren. Zum Beispiel, wie viele Reiter nahm David gefangen, als er der König von Soba in Hamat schlugte? 2. Samuel 8, 4, 1700,
Chronik 18,4, 7000. Achso, das muss hier, eine ist falsch von die zwei. Zum Beispiel, wie viele Wagenpferde hätte Salomo? 1. König 4,26 sagt 40.000 und 2. Chronik 9,25 sagt 4.000. Achso, ist klar, das Widerspruch. Also das kann nicht das ist ein sein. Klarer mathematischer Widerspruch. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ob es etwas an der Glaubenslehre an sich ändern würde. Also ein Christ würde jetzt kommen und sagen, okay, der eine hat es so gesehen und der eine hat es so gezählt, aber was ändert das am Glauben selber? Ja, wenn ein Buch entsteht solche Fälschung, wie soll ich dann glauben, ob das von Gott oder nicht? Oder von einer anderen Hand geschrieben? Das ist ein Buch von Gott, es muss keine Fehler hat. Authentisch. Authentisch, keine Fehler, kein Widerspruch. Weil ein Buch hat Widerspruch. Das kann sein, Glaubenslehre auch verfälscht auch sein. Deswegen, dann darf man nicht sagen, dass der Tora aus der Bibel ist Gott Offenbarung. Weil es sind Widersprüche, den wir gesehen haben. Auch im Neuen Testament. Zum Beispiel, wir finden im Neuen Testament, war es Johannes der Täufer, der von der Schriftgelehrten erwähnt, Elia, der kommen müssen. In Matthäus sagte, 11,14, ja. Und in Johannes 1,19-21 sagt nein. Widerspruch, Neues Testament. Ja oder nein? Also da kann nicht, das ist die Evangelium, die von Gott, von Wahrheit. Widerspruch, klarer Widerspruch. Im Alten Testament, wie viel Sänger begleitet die Gemeinde? In Esra 2,65 ist 200, in Nehemia 7,67 ist 245. So, das ist klarer Widerspruch. Okay, lieber Bruder, also zusammengefasst, diese Bücher, die in ihrer Ursprungsform verfälscht wurden, wurden immer durch neue Bücher ersetzt. Okay? Und der Koran ist quasi das zuletzt offenbarte Buch. Haben wir jetzt die Pflicht, an den Koran zu glauben oder nicht? Ja, wir haben die Pflicht, an den Koran zu glauben, weil Koran, die Muslime, ist die einzige Gemeinschaft, die glaubt an alle Propheten. Von Adam bis Mohammed, Jesus, Abraham, alle wir glauben. Und noch dazu, dass der Koran bestätigt selber. Gott sagte im Koran, wir haben das Koran herabgesandt und wir werden das Schütze sein. Das heißt, du hast eine Garantie. Und Gott selber ist eine Garantie, dass der Koran ist geschützt. Also schauen Sie rein im Koran und vergleichen Sie das mit dem Bibel. Sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Bruder. Jazakallahu khair. Falls ihr weitere Videoreihen in diesem Format sehen wollt, schreibt uns an. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich für das Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.